leeren Plätze und sehen den Regen. Zähl die Tropfen auf dem Glas. Möchte dein Gesicht berühren. Was für schöne Augen du hast. Kenne dich ein halbes Jahr schon. Hab dich vorher nie gesehen. Was auch alles aus deinem Leben. Was du erzählst, kann ich gut verstehen. Ich seh das Telefon. Warum rufst du mich nicht an? Kann mich kein Telegramm von dir. Nicht entgehen. Und ich hab nur die Zeit. Wie man jetzt. Wenn du das Ganze nicht verstehst. Zeit, die sein kann. Das ist das Warum. Euch wie jedes Jahr. Ihr erlebt wieder eine bunte Mischung. Wenn wir hier Töpfer dabei haben, die von weiter weg sind, die aus ihrem Bereich, was auch immer, wo auch immer die herkommen aus ganz Deutschland, wenn ihr irgendwas Spezielles gespielt haben wollt, wenn ihr wollt, dass es in Richtung Oktoberfest geht oder irgendwas, sagt uns einfach Bescheid. Wir haben sonst sowieso immer eine bunte Mischung dabei, also für jeden ist eigentlich was dabei. Am Anfang immer ein bisschen mehr zum Tanzen, hinten raus immer ein bisschen mehr zum Rocken. Also die, die tanzen wollen, sollten sich bei Zeiten entscheiden. Und wie gesagt, wenn ihr was ganz Spezielles haben wollt, gerade an die Töpfer gerichtet, die hier vielleicht noch sozusagen die Ruhe vor dem Sturm genießen. Nämlich heute ist nur der Aufbauabend gewesen, heute zum Donnerstag. Und Töpferfest geht erst morgen los, so richtig. Wenn die irgendwas Spezielles aus der Heimat holen wollen, sagt uns mal Bescheid. Vielleicht kriegt man das hin, aus dem Norden, Osten, Süden, Westen was zu spielen. Ne? Müssen wir heute noch was für Tonsteine, Scherben spielen. Ne?
Ja, erstmal spielen wir was, wo ich vor Wut selber irgendwas auf den Boden klatschen könnte. Aber wir machen nur den Jungen, ja? Wir machen heute keinen. Was machen wir heute nicht? Wir machen heute kein Hin und Her, ja? Wir machen nur den. Wie? Okay. Wir machen nur den. Komm. Das lohnt sich ja fast gar nicht. Doch, mach auf, komm. Sieht gut aus. Ja, aber warte mal, die Helene ohne die Andrea Berg funktioniert doch gar nicht bei uns, oder? Doch, funktioniert. Bestimmt. Ich frage mal ganz kurz nach. Kennt jemand den neuen Song von Helene Fischer im Marathon? Ja? Ja? Bin ich up to date oder warte was? Warte mal. Björn, lass mich raten, hat fast dieselbe Melodie, weil Marathon. Atemlos. Nee. Na komm, klingt ganz anders. Ich wollte gerade fragen, kennt jemand den neuen Oktoberhit von Helene Fischer? Atemlos. Ah ja. Nein, oder den neuen Fußballsong. Kennt jemand den neuen Oktoberhit von Helene Fischer? Hacke voll. Das ist doch noch viel besser, wa? Übrigens werden sie heute hier durchaus mal kurz langweilt, geht rüber zu Romy an den Stand. Die hat noch die letzten Singles, die letzten Sachen für diese Saison mit. Achso, ich hab eigentlich schon verklickert, dass es ab nächste Woche neue T-Shirts gibt. Aber ja. Ich wurde gerade dezent darauf hingewiesen, dass Helene Fischer ja mittlerweile wieder lange Haare hat. Ist natürlich blöd, dass meine Perücke nicht mitwächst. Ist natürlich scheiße. Also liebe Band, kann ich für 10 Euro mal eine neue Helene Fischer Perücke bestellen? Es sei dir genehmigt. Okay, für 10 Euro gibt es also demnächst eine neue Helene Fischer Perücke, weil wir schätzen mal, dass Atemlos noch die nächsten 10 Jahre aktuell sein wird. Deswegen richten wir uns drauf ein. Okay? Das heißt, akustisch erkennt man den Song nicht, deswegen müssen wir wenigstens da ein bisschen optisch auf. Du legst dann Ross Anthony endlich ab, ja? Nein, ich lass Ross Anthony deswegen trotzdem mit dem Kram, okay? Kann man ja bald nochmal wiederverwenden, diese Perücke hier, oder? Vielleicht können wir auch mal live auf der Bühne dann raus und Iro machen oder so. Ja. Okay, reden jetzt nochmal Helene Fischer, weil bis jetzt wurde sich das jede Woche mindestens 5-mal gewünscht. Und heute spielen wir es ohne, dass es sich gewünscht wurde. 5-mal. Also heute der Einzige, der sich zum Level macht, okay? Naja, so machen wir nichts. Machen wir halt Oktoberfest jetzt raus. Was soll's, es ist 2. Oktober. Wir fahren übrigens in den Tag der Deutschen Einheit rein, ne?
Was für ein schöner Tag, um sich Punkt 24 Uhr vielleicht zu vermählen oder wenigstens zu küssen. Ne? Denkt dran, 24 Uhr, Tag der Deutschen Einheit, da sollten wir uns alle in den Armen liegen. Wir werden darauf hinarbeiten, dass es auf Punkt 24 Uhr passiert, dass wir am Zenit unserer Stimmung sind. Übrigens, wir glückselig und emotionsgeschwellt mit Tränen in den Augen, in den Armen liegen. Machen wir da noch Wind of Change? Ja, wir machen Wind of Change. Punkt 24 Uhr. Oder I've been looking for freedom. I've been looking for freedom ist auch nicht schlecht. Übrigens, Oktoberfest, Jürgen. Weißt du, wer heute in hier Chemnitz mit K spielt? Ja, wer spielt heute in Chemnitz mit K? Na hier. Roland Kaiser. Nee! Ja. Was nur? Deswegen sind so wenig heute hier. Ach, verstehe, Mensch. Nee, die sind doch gut hier dran. Also, was die eigentlich heute hierher kommen wollte, ist also bei Roland Kaiser. Das ist natürlich blöd, wenn man das Zelt nicht vollkriegt, wa? Komm, Roland Kaiser machen wir mal, oder? Wir machen jetzt Roland Kaiser extra. Ja, wegen extra. Der Ansage, okay. Fürs Oktoberfest in Chemnitz. Schöne Grüße nach Chemnitz. Hier ist es geiler, oder? Hier wird es auch noch heißer. Hier wird es rocken, bis es von der Decke tropft. Jedes Jahr. Jetzt machen wir euch die Ruhe an, weil ihr hierher gekommen seid. Oh, falsche Taste. Mach uns zum Roland. Der mag mich nicht hier. Wenn wir uns sehen, ohne Grenzen, das ist nicht mehr geschehen. Doch wenn du ihn mal
gegründet. Wir machen eben hier lieber ein Töpferfest als ein Oktoberfest. Weil Oktoberfest kann jeder, machen wir übrigens seit September. Oktoberfest. Was suchst du jetzt eigentlich, Björn? Hast du da was Neues? Weil du da was suchst? Ja. Es gibt einen schönen Song, ja. Da wurde mir heute noch gesagt, dass ich in dem Video besonders gut aussehe. Ich weiß auch nicht warum, ja. Aber dir hat heute jemand gesagt, dass du bei dem Video von dem folgenden Song besonders gut aussiehst. Wer war denn das? Das hätte Dr. Jeffrey gesagt, sag ich jetzt nicht. Okay, also wir haben ein Video dazu gemacht. Ihr müsst mal auf joinjumper.de gehen und dann seht ihr das. Und für alle, die jetzt Lust haben, oder vielleicht schaut der Partner mal die Partnerin an oder so. Und wenn er das tief im Inneren spürt, dann sagt er folgenden Satz zu ihr. Geh mal Bier holen, du wirst schon wieder heimlich. Ein, zwei Bier und du bist wieder schön. Geh mal Bier holen, denn ich mein, dass du hässlich bist. Das muss ja nicht sein. Geh mal Bier holen.